Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 21 und heute werden wir den Begriff der totalen Ableitung einführen. Ja, mit diesem Kapitel beginnen wir die Differenzierbarkeit für Abbildungen zwischen mehrdimensionalen Vektorräumen zu betrachten. Wir werden in diesem Kapitel uns zunächst mal ganz abstrakt mit Differenzierbarkeit für Abbildung zwischen zwei normierten Vektorräumen beschäftigen. Und im nächsten Kapitel werden wir uns dann zurückziehen auf den Fall, dass wir es mit Abbildung zwischen dem Rn und dem Rm zu tun haben. Und der letzte Fall ist natürlich dann der interessante für den Rest der Vorlesung. Aber zunächst mal werden wir im abstrakten Setting den Begriff der totalen Differenzierbarkeit diskutieren, der dann auch den Begriff der totalen Ableitung beinhaltet. Wir werden uns dann Rechenregeln ansehen in dem abstrakten Setting für die totale Ableitung und den Schrankensatz beweisen. In diesem Kapitel wird immer x einen normierten Raum bezeichnen. Wir bezeichnen so die Norm in diesem normierten Raum und y bezeichnet einen normierten Raum. Und wir werden uns dann Abbildungen anschauen, die auf einer offenen Teilmenge von x definiert sind. Abbildung also der Form f, die auf einer Teilmenge von x definiert sind und in y abbilden. Und am besten stellt man sich vor, dass x der R hoch n ist und y der R hoch m. Ja, unser Ziel ist es, den Differenzierbarkeitsbegriff für solche Abbildungen einzuführen. Und wir erinnern uns zunächst mal an das, was wir in der Analysis 1 gelernt haben. Dort hatten wir nämlich den Spezialfall betrachtet, bei dem die beiden normierten Vektorräume gerade R sind. Und wir hatten also dann Funktionen einer veränderlicher mit Werten in R uns angesehen und die Ableitung und die Differenzierbarkeit an der Stelle x, im Punkt x, definiert mithilfe des Differenzenquotienten. Genauer gesagt haben wir uns den Differenzenquotienten angesehen und dann den Grenzwert h gegen 0 betrachtet. Ja, um zu verstehen, was dieser Grenzwert bedeutet, müssen wir eigentlich nur verstehen, was die Konvergenz von reellwertigen Folgen bedeutet, denn diese Zahl, die hier steht, ist eine reelle Zahl einfach. Und wir können diesen Ausdruck auch ganz analog für den Fall definieren, wenn der Bildraum ein normierter Vektorraum ist. In diesem Fall wäre das, was hier steht, einfach ein Vektor dann in dem normierten Raum y. Und wir wissen ja auch, was Konvergenz in den normierten Vektorraum bedeutet. Das heißt, dieser Ausdruck wäre dann auch erklärt. Und wir könnten auf diese Art und Weise den Ableitungsbegriff definieren für Funktionen einer reellen Variablen mit Werten in einem normierten Vektorraum. Und das haben wir auch schon gemacht, als wir die Kurven diskutiert hatten und den Tangentialvektor an der Stelle x, an dem Kurvenpunkt x, definiert haben. Anders sieht es aber nun aus, wenn wir uns die Situation ansehen möchten, in der der Raum des Definitionsbereiches, also der Vektorraum x, nicht mehr eindimensional ist, sondern mehrdimensional. Dann macht dieser Ausdruck keinen Sinn. Warum? Nun, dieses h muss eben aus x kommen und wir können einfach nicht durch einen Vektor teilen. Das heißt, das, was hier steht, ist nicht sinnvoll. In dem Fall, dass x ein allgemeiner normierter Vektorraum ist. Ja, um nun die Ableitung einer Funktion zu definieren, die auf einem mehrdimensionalen Vektorraum x gegeben ist, gehen wir anders vor. Und zwar möchten wir dazu zur Motivation zunächst auch nochmal an die Beobachtung der Analysis 1 erinnern, und zwar an die Zerlegungsformel, die Weierstrassche Zerlegungsformel. Und dort hatten wir gesehen, dass wenn wir eine Funktion f haben und den Funktionswert der Funktion an der Stelle x plus h betrachten, dann können wir diesen Funktionswert approximieren durch den Funktionswert bei x plus ein Inkrement der Form a mal h und das Ganze liefert einen Rest. Und die Beobachtung war nun, wenn dieser Rest schneller gegen 0 geht als linear, dann ist die Funktion differenzierbar am Punkt x und die Ableitung ist durch diese reelle Zahl a gegeben. Das heißt, falls also der Grenzwert rh über h
für h gegen 0 gerade 0 ist, dann gilt, dass die Funktion differenzierbar ist und die Ableitung ist a. Ja, und diese Charakterisierung der Differenzierbarkeit von Funktionen auf R mit Werten in R, die kann man nun verallgemeinern und dann eben für die Situation allgemeiner normierter Vektorräume einführen. Und hierzu ist es zunächst mal wichtig, dass man diesen Term hier ein bisschen anders versteht. Also der Term A mal H. Da muss man sich klar machen, dass man dieses hier verstehen kann als eine lineare Abbildung, die hier T genannt ist, von R nach R. Und was macht die? Die bildet H ab auf das Produkt A mal H. Das hier ist eine lineare Abbildung von R nach R. Und wenn wir jetzt gleich uns den Fall eines allgemeinen Vektorraums ansehen werden, ja, dann wird dieses H eben ein Vektor in X sein. Und was da rauskommen soll, ist eben ein Vektor in Y, denn F nimmt ja Werte in Y an. Also das soll dann eine Abbildung sein von X nach Y und die soll linear sein. Für so eine lineare Funktion werden wir hier diesen Ausdruck in dieser Zerlegungsformel ersetzen. Und nun ist es ja noch so, in unendlich dimensionalen Vektorräumen gibt es lineare Abbildungen, die nicht stetig sind. Und für die Differenzierbarkeit will man noch voraussetzen, dass diese lineare Abbildung eben stetig ist. Wenn x und y endlich dimensional sind, dann muss man das nicht fordern, denn alle linearen Abbildungen auf endlich dimensionalen Räumen sind bekanntlich ja. Ja, hier sehen Sie schon die zentrale Definition in diesem Lernvideo und in diesem Kapitel. Nämlich hier werden wir die totale Ableitung und den Begriff der Differenzierbarkeit für Abbildung zwischen normierten Vektorräumen definieren. Hier betrachten wir also zwei normierte Vektorräume x und y und eine offene Teilmenge Omega im x und eine Funktion, die auf Omega definiert ist und Werte in dem Vektorraum y annimmt. Und wir nennen dann so eine Funktion f in dem Punkt x differenzierbar, falls es eine stetige lineare Abbildung t gibt, sodass, wenn wir uns diese Formel hier anschauen, diese Zerlegungsformel, wir nennen 2,7 die Weierstrassche Zerlegungsformel, dann soll für dieses Restlied in dieser Zerlegungsformel gelten, dass eben das Restlied schneller gegen 0 geht als linear. Ja, schauen wir uns diese Formel mal genauer an. Damit man die überhaupt hinschreiben kann, muss dieses h gewisse Bedingungen erfüllen, nämlich x plus h muss eben in Omega drin liegen. Naja, deshalb sieht auch das Definitionsgebiet von diesem Rest R ein bisschen komplizierter aus. Das ist hier angegeben und das ist halt eine offene Teilmenge von x, da Omega ja auch offen war. Und enthält insbesondere die 0, weil ja x in Omega enthalten sein muss nach Voraussetzung. Dann ist R eine Abbildung eben von diesem Definitionsgebiet nach y. Das ist auch klar, dass das gelten muss, denn sonst könnte man diese Identität ja nicht hinschreiben, denn f bildet ja nach y ab. Und dann dieses t geht auch von x nach y. Das heißt, das macht ja auch Sinn, diese Addition. Und wenn man hier weitergeht, dann kann man auch feststellen, dass dieses Plus, das Plus ist in x und dieses Plus und dieses Minus ist eben die Addition bzw. die Subtraktion in dem Vektorraum y. Ja, jetzt möchten wir uns diesen Grenzwert nochmal genau ansehen und zunächst einmal schauen, was denn da steht. Man schaut sich also den Grenzwert h gegen 0 an. Das h soll hierbei nicht 0 sein, denn sonst dürfte man das hier nicht hinschreiben, weil man nicht durch die 0 teilen darf. Und h plus x soll eben in Omega sein. In anderen Worten, das h ist dann eben in diesem Definitionsbereich von R. Und was steht nun hier? Nun, hier steht dieser Vektor in y und wir nehmen einfach die Norm dieses Vektors im entsprechenden normierten Raum. Deshalb steht hier die Norm im y-Raum und wir teilen durch die Länge des Vektors im x-Raum. Und wir möchten, dass dieser Grenzwert dann gegen 0 geht und in anderen Worten bedeutet das, dass der Rest schneller als linear gegen 0 geht. Ja, und ansonsten ist das, was hier steht,
ganz analog zu betrachten zu dem, was wir in der Analysis 1 beim Satz über die Weierstrassche Zerlegungsformel, das war, glaube ich, Satz 7.4, diskutiert haben. Nun, wenn wir also so eine stetige lineare Abbildung finden, sodass dieses hier gilt, dann nennen wir diese lineare Abbildung die Ableitung von f an der Stelle x. Und wir schreiben für die Ableitung dieses Symbol hier. Also df in Klammern x ist Kurzschrift für eine lineare Abbildung von x nach y, die stetig ist und diese Bedingung hier erfüllt. In dem vorangegangenen Beispiel, in dem eindimensionalen, wäre also dfx angewendet auf eine Richtung h, das muss ja eine Abbildung sein, im eindimensionalen Fall, also für Funktionen f, die von r nach r gehen, muss also dieses h aus r kommen und das muss dann also auch eine Zahl in r zurückgeben, wenn wir dieses h in diese lineare Abbildung einsetzen. Und im eindimensionalen Fall für eine differenzierbare Funktion in x ist das nichts anderes als der Ausdruck f' von x mal h. Also dieses dfx ist hierdurch definiert und es ist eben eine lineare Abbildung dann von r nach r. Ja, wir haben jetzt erklärt, was es bedeutet, dass eine Abbildung f in einem Punkt x differenzierbar ist. Und wir nennen dann f einfach differenzierbar oder auch differenzierbar in Omega, falls eben die Funktion f in jedem Punkt x differenzierbar ist, im Sinne dieser vorangegangenen Definition. Das bedeutet, für jeden Punkt x können wir also so eine lineare, stetige Abbildung finden. Und wir halten auf diese Art und Weise eine Abbildung von x aus Omega nach auf eine lineare stetige Abbildung und den Vektorraum der linearen stetigen Abbildung, den kürzen wir hier auf diese Art und Weise ab. Das hier ist ein geschwungenes L. Im Skript sieht es so aus und das ist zunächst mal die Menge aller Abbildungen von x nach y, die linear sind und stetig. Wie gesagt, im endlichdimensionalen kann man das stetig weglassen, das ist da automatisch erfüllt. Und ich möchte an der Stelle noch bemerken, dass eben dieser Vektorraum, der hier steht, ein normierter Raum ist, wenn wir ihn mit der Operatornorm ausstatten. Und die Operatornorm hatten Sie in der Übungsaufgabe ja schon diskutiert. Das bedeutet nun, wir haben also es mit einer Abbildung zu tun, die in dem Punkt x auf so eine lineare stetige Abbildung abbildet. Und diese Abbildung ist eben hier mit df abgekürzt. Und wir nennen diese Abbildung eben die Ableitung von f. Ich sollte hier vielleicht dahinter schreiben noch, dass also diese Abbildung gemeint ist als eine Abbildung, die x nimmt und auf die lineare Abbildung dfx abbildet. Diese ist Ableitung genannt oder auch die Fréchet-Ableitung oder die totale Ableitung. Ja, und kann es eben sein, dass diese Abbildung auch noch zusätzlich stetig ist. Ja, die Abbildung, die x auf diese lineare Abbildung abbildet, auf den Vektor in diesem Vektorraum der linear stetigen Abbildung. Diese Abbildung könnte auch stetig sein und in diesem Fall nennen wir f eben stetig differenzierbar. Also eine Funktion f zwischen zwei Vektorräumen x und y heißt stetig differenzierbar, wenn sie differenzierbar ist in jedem Punkt und wenn dann die Ableitung betrachtet als diese Abbildung eben stetig ist. Und dann können wir auf diese Art und Weise den Raum aller stetig differenzierbaren Funktionen auf Omega mit Werten in dem normierten Raum y einführen. Und das ist alles ganz analog zu dem, was wir in der Analysis 1 gemacht haben, in dem Fall, dass x und y einfach R oder Teilmengen von R sind. Ja, es gibt ein paar Bemerkungen. Als erstes sollten wir uns nochmal genau ansehen, was denn dieser Grenzwert hier bedeutet.
Dieser Grenzwert drückt zunächst mal heuristisch aus, dass eben dieses Restlied schneller gegen Null geht als linear, und wir messen die Geschwindigkeit, indem wir eben die Normen in y und x verwenden. Ne? Und was bedeutet das rein formal? Nun, das bedeutet zunächst einmal, dass für alle Nullfolgen in, also die Nullfolgen nenne ich jetzt mal hk, und das sind Folgen in im Raum, auf dem die Funktion definiert ist, also in x. Und die müssen natürlich so gewählt werden, dass man das hier alles hinschreiben kann. Das heißt, es muss zum einen gelten, dass diese hks ungleich 0 sind. Und es muss gelten, dass eben x plus hk in Omega liegt. Für alle Nullfolgen, also Folgen, die das erfüllen und gegen 0 konvergieren in x, soll gelten, dass der Grenzwert dieser Zahlenfolge R von HK der Y-Norm geteilt durch HK der X-Norm gerade 0 ist, wenn K gegen unendlich geht. Das ist die formale Definition. So kann man diesen Ausdruck verstehen. Man kann eine äquivalente Schreibweise angeben und sagen, dieses RH, der eine Abbildung von der Teilmenge aus x nach y, lässt sich schreiben als die Norm von h mal ein Rho von h. Wobei, also Rho muss dann, hat das gleiche Definitionsgebiet wie R. Und diese Bedingung hier kann man nun so formulieren, dass, ja, wenn ich das hier einsetzen würde, dann würde sich das h, die Norm von h, rauskürzen. Das heißt, was hier noch gelten würde, wäre, dass wenn h gegen 0 geht, dann Rho von h gegen 0 konvergiert. Und zwar in y sind wir. So kann man das auch formulieren und das Rest, den Restterm eben als Produkt schreiben, der Norm von h mal eine Funktion, die gegen 0 geht, wenn das Argument gegen 0 geht. Ja, wenn man in der Definition der totalen Ableitung mal annehmen, dass es zwei lineare Abbildungen geben würde, die diese Bedingungen erfüllen, dann kann man einfach sehen, dass die totale Ableitung eben eindeutig ist. Halten wir einfach mal fest, totale Ableitung ist, falls sie überhaupt existiert, eindeutig, und das folgt direkt aus der Definition. Eine wichtige geometrische Interpretation ist jetzt noch folgende. Wenn wir mal die Abbildung ansehen, die von x nach y geht und einen Vektor y abbildet auf den Wert fx plus, jetzt kommt diese lineare Abbildung bei x, also die Ableitung von f bei x, angewendet auf den Vektor y minus x. Wenn wir uns das hier ansehen, dann ist das zunächst mal eine affine Abbildung. Das ist eine affinlineare Abbildung, und diese die Weierstrassche Zerlegungsformel, die besagt nun, dass diese affinlineare Abbildung die bestmögliche Approximation unserer Funktion f ist an der Stelle x. Und diese Beobachtung, die kann man sich eben im Eindimensionalen schön hinmalen. Das heißt, wenn ich ein Koordinatensystem habe und mir dort mal einen Funktionsgraph einzeichne, meinetwegen wäre das die Stelle x, dann würde das, was hier steht, würde dann eine Gerade beschreiben, die eben tangential verläuft zu dieser Kurve des Funktionsgraphen. Das würde dann also so aussehen. Und das wäre das Bild dieser affinlinearen Abbildung. Und im Mehrdimensionalen ist es halt nicht so eine Gerade, sondern das wäre dann eine Hyperebene. Ja. Als nächstes eine ganz einfache notwendige Bedingung. Wenn wir eine Funktion haben, die eben differenzierbar ist in einem Punkt, dann muss die Funktion auch schon stetig sein in diesem Punkt. Und der Beweis geht genauso wie im Eindimensionalen, den sehen Sie hier. Wenn man eine Folge hat in Omega, die gegen den Punkt der Differenzierbarkeit x konvergiert, dann können wir eben f an der Stelle xk mithilfe der Zerlegungsformel so darstellen. Und weil jetzt das Restlied ja schneller als linear gegen 0 geht, geht es insbesondere gegen 0, wenn xk in der Norm gegen x konvergiert. Dann verschwindet dieser Term.
Dieser Term verschwindet auch. Warum? Nun, aufgrund der Tätigkeit der linearen Abbildung gilt, dass wenn das Argument gegen 0 geht im Raum x, dann muss auch die Funktionswerte gegen 0 gehen. Hier wird also die Stetigkeit der Ableitung verwendet und dann stellt man fest, also für k gegen unendlich konvergiert fxk gegen fx. Und in welchem Raum? Nun in den normierten Raum y. Und damit haben wir das Folgenkriterium der Stetigkeit nachgewiesen. Ja, schauen wir uns einfache Beispiele an. Das einfachste Beispiel sind konstante Funktionen. Also wir schauen uns f an von x nach y und dieses soll jeden Vektor x aus x auf einen konstanten Vektor c abbilden. Und wenn man dann sich eben die Weierstrassche Zerlegungsformel mal hinschreibt, dann stellt man fest, dass eben schon diese Differenz, die hier steht, ja 0 sein muss. Da steht nämlich dann c minus c. Das heißt, wenn ich gar keine Korrektur durch einen linearen Term dazu addiere, habe ich schon einen Restterm, der verschwindet. Und das bedeutet, die Ableitung an der Stelle x, ein beliebiges x, ist einfach die Nullabbildung im Raum der linearen Abbildung. Das heißt, das ist also die lineare Abbildung, die, wenn man sie auf irgendeinen Vektor x, h aus x abbildet, einfach immer die Null zurückgibt, die Nullabbildung. Und das ist die Ableitung, die totale Ableitung der konstanten Funktion. Ableitung der konstanten Funktion ist also 0. Und weil das für alle Punkte x der Fall ist, ist f folgerichtig also auch eine stetig differenzierbare Funktion. Ja, jetzt als nächstes möchten wir uns affine Funktionen ansehen. Wir sind immer noch in unserem Vektorraum-Setting, deshalb sei mal c ein Vektor, ein konstanter Vektor, eine Konstante im Vektorraum y und l sei jetzt mal einfach eine lineare Abbildung von x nach y. Und dann können wir uns eine Funktion angucken, die hier definiert ist und das ist eine affin lineare Funktion. Und jetzt schauen wir uns mal das Restglied an in der Entwicklungsformel. Wir haben uns einfach die Definition auf, da muss ich mir f an der Stelle x plus h minus f von x angucken. Und eben ein t, eine Korrektur, lineare Korrektur dazu addieren. Das ist der Kandidat für die Ableitung. Und wenn ich jetzt alles einsetze, dann steht hier, ja, das c kürzt sich weg, wenn ich die Differenz bilde. Und dann bleibt hier einfach l an der Stelle x plus h minus l an der Stelle x stehen, minus t von h. Und weil das linear ist, kann ich also hier diese Summe aus der linearen Abbildung rausziehen. Dann kürzt sich das hier weg und es bleibt übrig L von H minus T von H. Und und daraus folgt nun, dass eben, wenn die Funktion differenzierbar ist, dann muss die Ableitung, also das T, gerade durch L gegeben sein. Und was wir jetzt aber feststellen, ist jetzt Folgendes. Wenn man sich die Definition der totalen Ableitung mal ansieht, da fordern wir, dass die lineare Abbildung t eben nicht nur linear ist, sondern auch stetig. Und das bedeutet nun, was wir beobachten ist, f ist in x differenzierbar, genau dann, wenn eben l nicht nur linear ist, sondern auch noch stetig ist. Und in diesem Fall ist die Ableitung einfach für alle Punkte gerade durch L gegeben. Okay, also die Ableitung von der linearen affinen Funktion, deren linearer Anteil noch stetig ist, ist einfach dann die lineare stetige Abbildung. Ja, was man jetzt noch beobachtet ist, wenn also L linear und stetig ist, dann sehen wir, dass die Ableitung für alle x die gleiche lineare Abbildung ist, nämlich dieses L. Und damit ist die Ableitung als Funktion von x konstant. Und konstante Funktionen sind ja insbesondere stetig. Das heißt, wir sehen auch, dass eben f stetig differenzierbar ist.
Okay. Ja, wir können uns nochmal einen Spezialfall anschauen. Wenn wir sagen, x ist der r hoch n und y ist der r hoch m, dann muss also eine lineare Abbildung von x nach y gegeben sein, indem man eine geeignete Matrix findet und auf x mit dem Matrix-Vektorprodukt anwendet. Und damit es alles zusammenpasst, muss eben dieses A dann eine Matrix sein von der Form vom Format n Kreuz m. Und wir stellen dann fest, dass in diesem Fall also die Ableitung, die totale Ableitung von f an der Stelle x angewendet auf einen Vektor a aus dem Rn nichts anderes ist als a angewendet auf h. Hier hat man also die Ableitung geschrieben als lineare Abbildung und auf der rechten Seite steht ein Matrix-Vektorprodukt. Ja, als nächstes Beispiel wollen wir uns eine quadratische Funktion ansehen und hierbei ist x ein Hilbertraum mit einem Skalarprodukt. Und wir schauen uns eine Funktion an, die reellwertig ist. Wir nehmen einen Vektor aus dem Hilbertraum x und es bildet das Quadrat bezüglich des Skalarproduktes. Also man kann sich hier wieder vorstellen, x ist der r hoch n und hier würde dann das Skalarprodukt von x mit sich selbst stehen. Okay, jetzt wollen wir wieder überprüfen, ob diese Funktion differenzierbar ist. Und dazu schauen wir uns das Restglied an. Wir wollen die Differenzierbarkeit an der Stelle x überprüfen. Da muss ich mir also fx plus h minus f von x ansehen und dann noch eben die Ableitung dazu addieren, die ich noch nicht kenne. Deshalb rechne ich zunächst mal diese Differenz einfach aus. Und da stelle ich fest, das ist also x plus h mal x plus h, Skalarprodukt minus x mal x im Skalarprodukt. Und jetzt kann ich dieses Skalarprodukt ausmultiplizieren. Dann steht hier x mal x und plus a mal x plus x mal a plus a mal a. Und da muss ich minus x, x abziehen und sehe, dass sich die zwei Terme kürzen. Und wegen der Symmetrie kann ich die zusammenfassen. Dann steht hier also 2 mal Skalarprodukt von x mal h plus h Quadrat. Und das h Quadrat kann ich mit der Norm schreiben, die durch das Skalarprodukt induziert wird, die Norm zum Quadrat. Und das bedeutet nun, wenn ich mir den Restterm ansehe und feststelle, dass das, was hier steht, ist ja eine lineare, stetige Abbildung. Möchte ich hier einführen. Ich definiere dfx. Das soll jetzt also eine lineare, stetige Abbildung sein von x, dem Bildraum y, also von x nach r. Und die definiere ich mir mit Hilfe Ausdrucks hier. Dann stelle ich erstmal fest, das ist also wegen der Bilinearität des Skalarproduktes linear und aufgrund der Cauchy-Schwarzschild-Gleichung oder auch eines Korollars, das wir im Hilbertraum-Kapitel diskutiert hatten, ist also diese Abbildung sogar stetig. Also eine lineare stetige Abbildung von x nach r und damit ein Kandidat für unsere Ableitung. Und in der Tat stellt man fest, wenn ich jetzt das Restglied tatsächlich mal hinschreibe mit dieser linearen Abbildung, dann bleibt hier, dann kürze ich das hier weg durch diesen Ausdruck, den ich hier dazugezählt habe, kürze ich der Ausdruck weg und es bleibt einfach die Norm von h zum Quadrat stehen. Und dann ist es offensichtlich so, dass also r, die Norm von r, der Betrag in dem Fall, denn die Norm auf y ist eben der Betrag, also Betrag von rh geteilt durch die Norm von h ist also dann gerade Norm von h Quadrat durch h, also Norm von h, und das geht natürlich gegen 0, wenn h gegen 0 geht. Und aus dieser Rechnung folgt nun, dass eben f differenzierbar ist im Punkt x und die Ableitung ist hierdurch gegeben.
So, jetzt kann man sich noch mal hier hinschauen. Wenn ich das hier noch mal mir angucke als eine Funktion von x zusätzlich, dann stellt man auch fest, dass diese Abbildung stetig ist. Das wollen wir auch noch nachrechnen. Dazu lösche ich mal alles und halten nur noch mal fest, dass also dfx gegeben ist durch die Abbildung x abgebildet auf 2x. Kommt das Argument hin. Das ist nicht, natürlich nicht sinnvoll, sondern die Abbildung h abgebildet auf 2xa. Und jetzt möchten wir noch die Stetigkeit der Abbildung von x nach dfx untersuchen. Also dazu nehme ich einfach mal die Differenz der Ableitungen dieser linearen Abbildungen zu verschiedenen Punkten x und x' und messe die Differenz in der Norm. Diese Norm, die hier steht, ist also die Operatornorm. Und da schreibe ich einfach die Definition hin der Operatornorm. Da muss ich ein Supremum bilden über alle x mit der Eigenschaft, dass die Norm von x eben kleiner gleich 1 ist. Und dann muss ich eben hier die das y hier einsetzen und den Abstand im Betrag messen. Ja, das kann ich jetzt ausschreiben, was dort steht. Dort steht also 2xy minus 2y und das ist also dann nichts anderes als 2 mal x minus x' mal y und mit der Cauchy-Schwarz-Gleichung, wenn ich das jetzt hier drauf anwende, sehe ich, das ist also kleiner gleich 2 mal die Norm von x minus x' mal die Norm von y. Das war also hier Cauchy-Schwarz. Und somit kann ich das nach oben abschätzen, denn ich weiß ja, die Norm von y ist kleiner gleich 1. Und so sehe ich, dass die Operatornorm, also der Abstand dieser beiden linearen Abbildungen in der Operatornorm, eben kleiner gleich 2 mal der Abstand der Vektoren x und x' ist. Und das bedeutet, dass diese Abbildung df, die Ableitung, die ja einen Punkt aus x nimmt und auf die Ableitung abbildet, die ja eine linear stetige Abbildung von x nach r ist, diese Abbildung ist also sogar Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante 2. Und damit ist sie insbesondere stetig und damit ist f stetig differenziert. Ja, mit dieser Ableitung kann man im Wesentlichen genauso rechnen wie mit den Ableitungen aus der Analysis 1. Wir haben eine Summen- und eine Produktregel und die wird hier geklärt in der Proposition. Wir fangen einfach mal an. Wir schauen uns bei der Summenregel zwei Funktionen f und g an, die auf Omega definiert sind und Werte im normierten Raum y annehmen. Und wir können dann, weil eben alle Abbildungen von Omega nach y im Vektorraum bilden, können wir uns auch die Summe angucken. Hier nochmal explizit definiert. Und jetzt ist es so, dass wenn wir annehmen, dass f und g in dem Punkt a differenzierbar sind, dann ist es auch die Summe und die Ableitung dieser Summe. Im Punkt a ist gerade die Summe der Ableitung. Und da schauen wir nochmal genau hin, was diese Pluszeichen hier bedeuten. Also dieses Plus ist das Plus im Vektorraum der Abbildung von Omega nach y. Da gehört sozusagen dieses Plus hin. Und dieses Plus hier, da addieren wir zwei lineare Abbildungen. Das ist das Plus in dem Raum, in dem Vektorraum der linearen Abbildung von x nach y. Gut. Dass das richtig ist, können Sie in der Übung einfach nachrechnen. Das ist nicht schwierig. Ja, wir können dann auch die Produktregel uns angucken. Und jetzt ist es ja so, da kann man sich erstmal fragen, was für Produkte sind denn überhaupt erlaubt? Wenn f eine Abbildung ist, die von x nach y geht und y ist ein normierter Raum, dann sind auf diesem normierten Raum y ja eigentlich nur die Multiplikation mit einem Skalar definiert.
Und deshalb schauen wir uns bei der Produktregel die Situation an, wo wir Produkte bilden, eben aus einer Funktion f mit Werten in dem Vektorraum y, multipliziert mit einer Funktion phi, die Werte in dem Skalarkörper k an. Also dieses phi nimmt Werte in k an. Und wir nehmen jetzt an, dass beide Funktionen eben differenzierbar sind in dem Punkt a. Und dann ist die Aussage, dann ist auch das Produkt differenzierbar in a. Und wir haben diese Produktregel, die hier steht. Und man kann das ganz analog sehen zu der Produktregel, die Sie schon kennen. Wenn also phi und f reelle Funktionen wären einer veränderlichen, dann kennen Sie ja diese Produktregel aus der Analysis 1. Und hier steht genau das Gleiche. Da haben Sie sozusagen an dieser Stelle hier die Ableitung angewendet auf h mal f. Und an dieser Stelle haben Sie phi an der Stelle a angewendet auf die Ableitung von f. Und weil das Ganze lineare Abbildung sein müssen, muss man halt immer sozusagen das Argument h hier noch mit dazu schreiben. Und kann man mal schauen, ob das auch alles stimmt, ob das alles Sinn macht, was hier auf der rechten Seite steht. Dazu erinnern wir uns nochmal, phi nimmt Werte in dem Skalarkörper an und damit gilt auch, wenn wir die Ableitung auf einen h anwenden, auf ein Integrement h, das h ist also x, dann kommt also ein Element in dem Bildraum von phi raus, das heißt ein Skalar. Und dann haben wir hier das Produkt eines Skalars mit einem Vektor aus y, das ist also alles in Ordnung. Und andererseits, wenn wir jetzt die Ableitung von f auf ein h in x anwenden, da kommt dort nach Definition der Ableitung eben ein Vektor in y raus und den können wir auch mit einem Skalar multiplizieren. Und so haben wir auch einen wohlgeformten Ausdruck. Das heißt, hier an dieser Stelle steht sagen ein Punkt und dieser Punkt steht für die Multiplikation in y mit einem Skalar und dieses Plus hier, das ist die Addition, die Vektoraddition in Vektor y. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieses Lernvideos und wir werden im nächsten Lernvideo uns dann mit der Kettenregel und mit dem Schrankensatz beschäftigen. Bis zum nächsten Mal.